Wir sind doch so benachteiligt, so unterdrückt. Aber das geht allen Männern so. Die sind nicht diskriminiert, bei weitem nicht. Ja, das geht doch weiter hier. Fühlen Sie sich emanzipiert schon? Die Frauen haben es geschafft und Sie? Ich? Ja, fragen Sie meine Frau. Man fühlt sich ja so wie ein Mensch zweiter Klasse als Mann. Gegen den Strich. Emanzipation. Gleichberechtigung bitte auch für Männer. Das soll also ich sein. Potenzgesteuert wie und je schreite ich durchs Leben. Stehpinkler, Pornoleser, Bierbauchträger. So anscheinend sehen mich Emanzen und das nervt mich wirklich an. Ich finde, Frauen sehen sich immer benachteiligt. Mag ja sein, dass das im Job früher mal so war. Aber ich habe da zuletzt eher Benachteiligungen für Männer erlebt. Und wer macht denn die ganz üblen und gefährlichen Jobs, zum Beispiel auf dem Bau? Trotzdem reiße ich mir für meine Familie den Allerwertesten auf. Es heißt, Männer sind faul im Haushalt. Ich gehe auf den Wochenmarkt und erledige Einkäufe. Ich übernehme Schulveranstaltungen, wechsle die Reifen und bringe die Kids zum Training und zum Spielplatz. Aber wenn ich mit den Kumpels mal beim Fußball abhängen will, ernte ich von Frauen nur verächtliche Blicke. Typisch Mann, heißt es dann. Dabei gibt es den typischen Mann gar nicht mehr. Und bei einigen Feministinnen meine ich, sie wollen Männer nur noch klein machen und beherrschen. Ist das besser, wenn Frauen Männer unterdrücken? Gewalt in Beziehungen. Da denkt man sofort an schlagende Männer. Wolfgang Jacobs hat es andersherum erlebt. Dann ging es dann gewalttätig ab. Also ich habe dann teilweise auf dem Sofa gesessen und dann kam eine Colaflasche geflogen, die hat mich dann hier erwischt. Und dann strömte auch schon mal das Blut. Jacobs sagt, es habe regelmäßige Gewaltausbrüche von einer Frau in einer Beziehung gegeben. Geglaubt hat man ihm nicht. Ich habe selber mal die Polizei gerufen oder des Öfteren gerufen. Und bin dann als erstes erstmal rausgenommen worden, als sei ich der Täter. Und das war grundsätzlich so. Ich bin ja kein Einzelfall. Das passiert ja einigen Männern, dass das so geschlechterspezifisch unterschieden wird. Der Mann der Täter, die Frau das Opfer. Und das funktioniert nicht. Gewalt gegen Frauen ist nicht zu rechtfertigen. Aber gegen Männer auch nicht. Auch deshalb hat Wolfgang Jacobs zusammen mit anderen die Männergruppe Nicht-Feminist gegründet. Ihr Ziel, konkrete Benachteiligung gegenüber Männern aufzeigen, Klischees bekämpfen. Und wenn Männer es wagen, die ja angeblich nach Meinung vieler Frauen doch mal bitte ihre Gefühle äußern sollen, wenn die das dann endlich mal tun, dann kriegen wir solche Mimimi und Jammerlappen und sonst was Reaktionen drauf. Also ganz offensichtlich ist es sehr bedrohlich, wenn Männer ihre Gefühle äußern. Der moderne Mann. Eine echte Vielzweckwaffe. Liebevoller Partner, zärtlich und hingebungsvoll, aber auch mit einer starken Schulter zum Anlehnen. Und im Bett darf er ruhig mal Macho sein. Gleichzeitig ist er der leistungsorientierte und konfliktfähige Vollzeit-Workaholic. Immer im Stress, selbstverständlich erfolgreich. Und abends der tolle Papi, der nach einem arbeitsreichen Tag Gute-Nacht-Geschichten vorliest oder besser noch eine eigene erfindet. Gefragt ist aber auch der soldatische Mann. Ein harter Knochen, der in weltweiten Einsätzen für unser Land kämpft. Tapfer und aufopferungsvoll bis in den Tod. Wer es überlebt hat, Gewehr beiseite und abspülen. Denn das muss er auch können. Hausarbeiten übernehmen an der Familienfront. Und wenn der Wagen mal stehen bleibt, dann mit dem Auto ab in die Werkstatt. Ölwechsel, Reifentausch, Inspektion. Autos sind schließlich Männersache. Der postmoderne Alleskönner ist auch eine Fiktion bedürftiger Frauen. Und dieser postmoderne Alleskönner, der sich sowohl kompetent im Haushalt, in der Kinderbetreuung, aber auch eben im Beruf abspielt, dieser Alleskönner ist auch eine Überforderung für viele Männer. Männer im Kampf mit ihrem Rollenkäfig. Matthias Franz ist Psychotherapeut an der Uniklinik Düsseldorf. Täglich erfährt er von ihnen, was sie sonst nicht loswerden können oder wollen. Wir sehen zunehmend, dass Männer in unsere Praxen kommen,
schwerkranke Männer, hochdepressive Männer, sehr ängstliche, tief verunsicherte Männer, die nicht nur über ihre Symptome zunehmend offener sprechen, sondern auch bereit sind, sich zu verändern. Und es werden immer mehr. Männer werden zu Angstbeißern, Trauerklößen oder unsicheren Typen. Über Frauenrechte wird diskutiert. Die Probleme der Männer fallen dabei unter den Tisch. Wenn Mädchen sich dreimal häufiger umbringen würden als Jungen, dann hätten wir schon lange einen Aufschrei in unserer Gesellschaft. Dann würde sich eine Talkshow an die andere reihen und sich der drängenden Frage widmen, was ist mit uns, was ist mit unserer Gesellschaft los? Ein Beruf mit echten Herausforderungen. Ist das nicht toll? Schuften im Dunkeln, mitten im Abwasserstrom. Wir brauchen Frauen überall. Nicht nur in feinen Aufsichtsräten und Vorständen. Nicht nur Eau de Cologne, auch Kloakengeruch. Männer machen diesen Job schon lange. Frauen, jetzt seid ihr dran. In der Kölner Kanalisation arbeitet bislang keine einzige Frau. Das sind Peter und Marie. Ihre Leben verlaufen ziemlich unterschiedlich. Peter wird die Schule nämlich eher ohne Abschluss verlassen als Marie. Im Schuljahr 2014-2015 schafften bundesweit 18.500 Mädchen keinen Schulabschluss. Bei Jungen waren es fast 10.000 mehr. 60% ganz ohne Abschluss sind Jungen. Jungen wie Peter landen viel häufiger auf Förder- oder Hauptschulen. Von 120.000 Hauptschülern in NRW waren 69.000 männlich, das sind 57%. Peter wird auch eher sitzen bleiben. 20.000 Jungen wiederholen eine Klasse. Aber nur 13.000 Mädchen. Ungleiches Rennen auch bei den Abschlüssen. Mädchen wie Marie machen häufiger Abitur. 55% Mädchen, 45% Jungen. Und danach wird's richtig traurig. Im Alter zwischen 20 bis 25 Jahren haben sich 2013 viermal mehr junge Männer umgebracht. Der Trend hält bei Männern auch später noch an. Marie dagegen kann frohgemut in die Zukunft schauen. Sie lebt statistisch gesehen 5 Jahre länger. Was würden emanzipierte Frauen zu diesen Unterschieden sagen, wenn es eben Mädchen wären und nicht Jungen? Eine Kindertagesstätte in Köln. 14 Betreuer für 70 Kinder. 3 der Betreuer sind männlich. Viel mehr als sonst üblich. Kinder und damit auch Jungen werden in Kitas und Grundschulen fast nur von Frauen erzogen und ausgebildet. Da braucht es mehr Männer. Diese Mischung von Männern und Frauen tut nicht nur den Kindern gut, tut den Eltern gut, tut dem Team gut, tut unserer Gesellschaft gut. Aber es gibt ein Problem. Ein Tabuthema, über das kaum jemand offen spricht. Eltern und vor allem Mütter wollen Männer als Betreuer oft nicht. Sie fürchten Missbrauch. Ich habe mich zunächst erstmal natürlich unglaublich erschrocken. Und ich war auch irgendwie perplex und dachte, wie kommen die jetzt da drauf? Also nur, weil ich Kindern Geschichten erzähle und eine Atmosphäre geschafft habe, wo es ein bisschen heimisch war, wurde ich mit solchen Dingen konfrontiert. Kein Betreuer und keine Mutter wollte, trotz zahlreicher Anfragen, offen darüber reden. Ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn der Erzieher meine Tochter auf den Schoß nimmt. Andere beschweren sich und sagen, der Mann kommt meinen Kindern zu nahe. Schluss damit. Die Türen zu Wickelräumen werden ausgehängt. Jederzeit sollen alle überall Einblick haben. Es gibt männliche Betreuer, die nicht mehr wickeln wollen, aus Angst vor den Müttern. Generalverdacht meint ja die pauschale Verdächtigung von Männern, die in Kitas arbeiten. Und das sind im Grunde genommen potenzielle Täter, die Kinder missbrauchen. René ist hier Erzieher seit 13 Jahren. Auch er musste gegen solche Vorurteile ankämpfen. Und auch er wollte mit uns darüber nicht reden und sagte nur so viel. Das geht ja nicht, dass ich ein Kind ausschließe, dass ich das jetzt nicht auf den. Das weint ja auch und braucht ja auch. Jetzt irgendwie Zuwendung und dann kann ich das nicht ausschließen. Dann muss die Mutter sich eine andere Kita suchen, wo wirklich nur Frauen sind. Seid ihr gut drauf?
Trinken, feiern, fremdgehen. Alles immer Männersache von wegen. Oft verhalten sich Frauen auch nicht anders. 3000 Leute auf der Oktoberfestparty in Koblenz. Aha, hemmungslos feiern. Gibt's da denn Unterschiede zu Männern? Wir sind den Männern überlegen. Wie macht ihr das? Wir Möpse. Was hat sie gesagt? Die gehen alle fremd. Ja? Wenn sie die Chance haben, gehen sie fremd. Das ist einfach so. Sorry. Frauen reden darüber nicht. Männer geben an, Frauen nicht. Frauen sind schlauer. Die können das besser verstecken. Okay, Frauen sind also schlauer beim Fremdgehen. Und wie ist das mit ihrer Eifersucht, wenn einem der Typ weggebaggert wird? Die gehen einfach auf irgendeine Scheißfeier und besaufen sich und nehmen dann einfach irgendeinen Typen. Das finde ich nicht in Ordnung. Auch hier werden Männer zu Sexobjekten. Und wenn eine der anderen einen ausspannt, dann wird gnadenlos abgeurteilt. Wie würdet ihr die Frauen nennen, die sowas machen? Schlampen! Verdienen Frauen wirklich weniger als Männer? Das Statistische Bundesamt veröffentlicht jedes Jahr die Zahl zum Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern. 22% waren es 2014, eine riesige Lücke. Die Statistiker vergleichen hier völlig abgekoppelt von Position, Branche oder Qualifikation alle durchschnittlichen Frauenlöhne mit allen durchschnittlichen Männerlöhnen. Ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen sozusagen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hingegen rechnet anders. Hier vergleichen sie Frauen und Männer nicht insgesamt, sondern nach ähnlichen Branchen und Tätigkeiten. Beispiel. Viele Unternehmen knüpfen Gehaltserhöhungen an die Dauer der Betriebsangehörigkeit. Je länger jemand in der Firma ist, desto höher klettert das Gehalt. Während Männer im Alter von 60 bis 65 Jahren rund 38 Jahre gearbeitet haben, sind es bei Frauen 15 Jahre weniger. Das erklärt einen Teil der Gehaltsunterschiede. Im Alter zwischen 30 und 40 Jahren wird die Schere zwischen den Einkommen immer größer. In der Zeit, in der Männer Karriere machen und Frauen Kinder bekommen. In den Statistiken werden berufstätige Frauen zu Müttern, die Männer bleiben Männer und damit Verdiener. Allein das begründet einen Großteil der unterschiedlichen Einkommen. Es gibt verschiedene statistische Berechnungen. Je nachdem, welche Faktoren einfließen, beträgt die Lücke bereinigt nur noch 2 oder bis zu 8%. Übrigens, schon laut Grundgesetz darf niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt sein. Und jeder in Tarifverträgen ausgehandelte Lohn gilt für Frauen und Männer gleichermaßen. Bauarbeiter, ein echter Klassiker. Lärm, Staub und Schweiß, schweres Gerät, Tonnen von Sand, Kies und Asphalt. Ein harter Job. Harte, dreckige und gefährliche Jobs machen fast nur Männer. Wie schade. Frauen, jetzt seid ihr dran. Nicht nur in den Aufsichtsräten, sondern auch hier. Auf dieser Baustelle arbeitet keine einzige Frau als Bauarbeiterin. Natürlich sind in der gesellschaftlichen Spitze Männer noch häufiger vertreten. Das gilt aber auch umgekehrt für die Berufe, die in der Hierarchie relativ weit unten angesiedelt sind. Also sehr schmutzige Berufe, Schichtarbeit, Berufe auf dem Bau, gefährliche Berufe. Das sind häufig auch alles Männer. Und ein Ausdruck dieses Zusammenhangs ist, dass über 90% der tödlichen Arbeitsunfälle auch Männer betrifft. Karin Flake hat sich als Soziologin jahrzehntelang für die Rechte der Frauen eingesetzt. In ihrer jüngsten Studie hat sie die Situation neuer Mütter und neuer Väter untersucht.
Wie verändert sich die Beziehung zwischen den Geschlechtern in der Familie? Was passiert, wenn sich Männer mehr einbringen in Kindererziehung und Hausarbeit? Alle Väter in unserer Studie beschreiben, dass sie die Zeit in der Familie mit dieser geteilten Elternschaft sehr geschätzt haben. Und vor allen Dingen, dass es für sie eine sehr produktive und positive Zeit war, insbesondere durch die Beziehung zu den Kindern. Noch immer entdecken viel zu wenige Männer, wie wichtig ihre Rolle als neuer Vater ist. Problematischer ist es, wenn es um Hausarbeit geht. Das ist in fast allen Familien ein Konfliktbereich. Hausarbeit ist ganz stark aufgeladen mit geschlechtsbezogenen Bedeutungen. Hausarbeit ist immer noch weiblich konnotiert und zwar verbunden mit einer entwerteten Weiblichkeit. Und die Männer, die einen großen Teil da übernehmen, fühlen sich als Mann entwertet. Männer brauchen Raum für Kinder, sagt sie. Aber diesen Raum müssen sie sich erobern. Es gibt in der Gesellschaft ja bestimmte Bilder, wie eine Mutter sein soll. Möglichst ganz für das Kind da, möglichst wenig eigene Ansprüche. In der Paarbeziehung geteilte Elternschaft kann nur dann gelingen, wenn Frauen sich zurücknehmen, wenn Frauen wirklich ihrem Partner einen Teil der Beziehungsgestaltung zum Kind überlassen und damit auch die Vorstellung aufgeben, dass sie die besonders wichtige Person für das Kind sind. Genau solche Muster müssen abgebaut werden, wo Mütter denken, sie wissen, was gut für das Kind ist. Sie wissen es nicht besser als der Vater. Das zeigen eben die Familien, wo die Väter früh beteiligt sind. Sie wissen es genauso gut, nur man muss ihnen Raum lassen, es lernen zu können. Raum für diese oder andere Reizthemen sehen die Männer der Gruppe Nicht-Feminist aber schon längst nicht mehr. Vor allem, wenn es darum geht, solche Themen offen, und zwar auch aus einer Männerperspektive, diskutieren zu können. Es werden zum Beispiel jede Menge Frauenorganisationen unterstützt, aber Männerorganisationen arbeiten wirklich manchmal wie im Verborgenen. Das ist wie Underground-Wissen. Das ist manchmal so, man hat es mit Partisanen zu tun oder mit Leuten, die gar nicht sagen wollen, wie sie heißen, weil sie Angst haben, wenn sie irgendetwas sagen, wenn sie irgendwie den Anschein erwecken, sie wären gegen die offizielle Frauenpolitik, dann haben sie verloren, dann kriegen sie Probleme im Beruf. Das ist tatsächlich so. Und sie wenden sich dagegen, in der Geschlechterdebatte in einen Topf geworfen und mit allem Negativen zusammengebracht zu werden. Mein Ansatzpunkt auch an Kritik am Feminismus ist genau gerade der, dass ich sage, ich bestehe darauf, dass ich ein Individuum bin. Ich lehne es ab, beugehaft genommen zu werden und in irgendeine Schublade gesteckt zu werden, was weiß ich, Macho, Softie, sonst irgendwas. Ich bin ein Individuum und ich möchte auch so wahrgenommen werden und nicht, dass man mich auf zwei, drei Eigenschaften reduziert. Die Männer von Nicht-Feminist wundern sich, warum viele Frauen so reflexhaft reagieren, wenn es mal nicht um ihre Rechte geht. Das ist eine Art von subtilem Krieg. Das ist eine Art kalter Krieg oder lauwarmer Krieg, der jetzt nicht so mit der üblichen Art und Weise geführt wird. Das ist eben der Geschlechterkrieg, der aufgerufen ist. Und ich hätte gerne einen Geschlechterfrieden, wenn es irgendwie möglich ist. Es gibt noch viel mehr Konflikte im Kampf der Geschlechter als die aufgezeigten. Und im Unterschied zu anderen schwierigen Themen sind alle Parteien ziemlich befangen, niemals neutral. Es bleibt eine schwierige Beziehung, die zwischen Mann und Frau.